Ja, herzlich willkommen zu Evoin und die Frau. Moment, wir haben ein neues Logo. Wir haben heute wieder viele interessante Themen, aber vorher klaue ich Willi diesen tollen Hut. Wirklich beim Friseur. Das ist egal. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Studiogast, dem Andreas Germes von der DB Fernverkehr AG. Ja, Andreas, ihr hattet ja von der GF eine Aktion. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ja, also wir haben die Aktion gemacht zum Thema Rettet den KFV, den Kaufmann für Verkehrsservice. Und es ging darum, dass 5 Wahlbetriebe des Fernverkehrs dieses Jahr den KFV nicht einstellen sollen. Und deshalb haben wir uns überlegt, eine Unterschriftenaktion zu machen, um mehr als 5000 Unterschriften durch die ganze Republik zu sammeln. Und daraus haben wir dann letztendlich einen Film gemacht, noch ein paar Unterstützer mit reingenommen. Ja, und dann haben wir das auf der Konzernbetriebsratssitzung unseren Vorständen vorgespielt. Und im Nachgang daran hat Sophie Lindner, die GF-Vorsitzende vom Fernverkehr, dann das Unterschriftenpaket mit insgesamt mehr als 5000 Unterschriften überreicht. Ja, es war eine gelungene Aktion und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bei euch, EVG Jugend TV, bedanken und natürlich auch bei euch, Azubis, und allen, die mitgewirkt haben, fleißig Unterschriften gesammelt haben, dass das alles so ermöglichen konnten. Ja, Andreas, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview und wenn ihr euch das Video angucken wollt, hier unten ist jetzt der Link dazu. Als nächstes kommt jetzt Willi, der eine Live-Schaltung nach Frankfurt zu Florian Witter hat. Hier, Willi, dein Hut. Ja, jetzt brauche ich den Hut nicht mehr. Ich war gerade beim Friseur. Okay. Hallo Flo. Hallo Willi. Flo, beschreib uns doch mal deine Tätigkeit und deine Aufgaben innerhalb der EVG Jugend. Meine Aufgabe bei der EVG Jugend ist interessant. Jetzt wurde ich neuerdings dazu auserkoren, über die Tarifpolitik mich zu informieren und diese auch damit den Arbeitgeber zu verhandeln. Also wir setzen uns dann zusammen in einer großen Verbandstarifkommission oder einer großen Tarifkommission, um da explizit für nur Jugendliche da die Themen aufzuarbeiten. Sei es Vergütung, Urlaubsanspruch oder dann eben für die einzelnen Tarifverträge, Nachwuchs-TV oder so etwas in den Unternehmensbereichen zu handeln. Okay, gibt es in diesem Bereich eine Aufgabenteilung und kannst du uns auch noch was über den Branchentarifvertrag sagen? Ja, in den Verbandstarifkommissionen gibt es Aufgabenteilungen. Jedes Unternehmensbereich, jedes kleine Unternehmen, auch jede Privatbahn, hat so seine eigene Kommission, wo es eben jeweils die Entgelte und auch den Urlaub, die Arbeitszeit jeweils für sich verhandelt. Wir von der Jugend her haben genau 4 Sitze in dieser großen Verbandstarifkommission und da sind eben bekannte Gesichter drin, so wie meins natürlich, oder auch die eine oder andere Person. Der Branchentarifvertrag für den Schienenpersonennahverkehr, den hatten wir jetzt zeitnah abgeschlossen und der umfasst ja das ganze Spektrum. Schienenpersonennahverkehr ist der Bus, der fährt, die Straßenbahn, alles was bei uns im Organisationsgebiet ist, in der EVG, aber auch natürlich der Regionalverkehr, die großen roten Züge, da das für dieses Personal, für den Lokführer, für den Zugbegleiter und alle, die sich an Bord befinden, dass diese wirklich in einem Tarifvertrag zusammengefasst sind, egal zu welchem Unternehmensbereich, egal zu welcher Privatbahn sie zählen. Wenn wir schon einen solchen Tarifabschluss haben, warum möchte denn die GDL einen eigenen haben? Die GDL möchte in der Tat wieder einen eigenen Tarifvertrag haben, auch für die Branche hier im Schienenpersonennahverkehr, wieder nur für Lokführer, wir hingegen für alle Beschäftigten, wie bei der letzten großen Tarifverhandlung. Wir immer noch für alle Beschäftigten, explizit für Lokführer, die GDL, möchte einen gewissen Endlohn haben, der so realistisch nicht ist, aber wie auch bei den letzten Verhandlungen das Gleiche ist rausgekommen wie bei uns. Wir hatten sie eingeladen zum gesamten Branchentarifvertrag Schienenpersonennahverkehr. Dieses Angebot haben sie nicht angenommen und wir sind natürlich immer noch dafür gedacht, auch wenn ein Unternehmen, eine Privatbahn, die Ausschreibung verliert zukünftig, dass alle Beschäftigten das neue Unternehmen mit reingehen. Wenn nur die Lokführer wieder ins neue Unternehmen mit reingehen dürfen, übernommen werden, hat das für die restlichen Beschäftigten in der Werkstatt, im Zugbegleitdienst, leider negative Auswirkungen. Das ist der große Unterschied. Wir machen nicht Klientelpolitik, wir machen für alle Beschäftigten Politik. Flo, du als Tarifexperte, was beschäftigt uns denn als EVG-Jugend in der nahen Zukunft? Uns als Jugend beschäftigt der neue Abschluss, aber erstmal die Verhandlung zum Zukunftstarifvertrag. In diesem Zukunftstarifvertrag, okay, jetzt kann man sich allein beim Namen denken, haben wir da überhaupt eine Rolle? Wir als Zukunft in der Deutschen Bahn, und der geht diesmal wirklich nur um die Deutsche Bahn AG, sind natürlich die Zukunft fürs Unternehmen. Und was können wir da verhandeln? Es geht einerseits um quantitative und qualitative Berufsausbildung,
Unsere ganz klare erste Forderung ist keine Schmalspurausbildung, wie wir es jetzt schon in anderen Bereichen gesehen haben. Wer die Folgen von OLL TV verfolgt selber, kann sich ja an das KV-Thema bestimmt erinnern, aber wir haben auch in dem Bereich der DB-Dialog wirklich nur zweijährige Berufsbilder, was kein Problem für einen Konzern ist, daraus dreijährige zu machen. Das ist ein großes Thema, aber auch die Wertschöpfung eines Auszubildenden, wie setze ich ihn ein im Unternehmen, im jeweiligen Unternehmensbereich, da haben wir große Diskussionen zu führen, aber auch wie kommt das Unternehmen an gute Nachwuchskräfte ran. Und da gibt es definitiv verschiedene Auffassungen. Die Deutsche Bahn AG sagt sich von hier aus, da müssen wir nicht miteinander ins Gespräch kommen. Wir sagen, okay, wenn ihr euch um den Nachwuchs nicht kümmert, der noch nicht mehr im Unternehmen da ist, dann haben wir auch zukünftig nicht uns als Zukunft in diesen Tarifvertrag. Ja, dann danke Flo für das Interview. Ich schalte jetzt erstmal kurz aus. Und als nächstes kommt Josie, die für euch eine kleine Terminvorstellung macht. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe mich mal eben schnell umgezogen. Ich werde euch jetzt die nächsten Termine bekannt geben. Und zwar vom 22. bis zum 24.07. findet in Hattingen da die EVG Zukunftskonferenz statt, wo junge Mitglieder sich austauschen können, was in der letzten Zeit gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Aber das wichtigste Thema ist natürlich, wie geht es in der Zukunft weiter. Anmelden könnt ihr euch darunter unter jugend@evg-online.org. Wird jetzt aber auch nochmal hier unten eingeblendet. Der nächste Termin wäre dann im September, und zwar das Bundesjugendtreffen, was vom 9. bis zum 11.09. am Ruppiner See in der Nähe von Berlin stattfindet. Da wird natürlich auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund stehen. Es werden aber auch ein paar sozialpolitische Themen in Workshops behandelt. Es gibt Sportturniere wie Fußball, Tischtennis und vieles mehr. Es wird ein umfangreiches Abendprogramm geben, wo diverse Livebands spielen werden. Es wird Diskos geben und natürlich viel, viel Spaß. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei euren OJLen oder Jaffis. Ja, das waren jetzt erstmal so die nächsten Termine in den nächsten Monaten. Moment, Josie, du hast noch was vergessen. In den nächsten Monaten werden noch die Ortsjugendkonferenzen stattfinden, die bundesweit jetzt stattfinden. Aber soweit haben wir jetzt erstmal nichts. Josie, hast du noch was? Gut. Dann sagen wir beide jetzt Tschüss und die Sendung ist jetzt vorbei.